Sonne scheint, das wird sich in den nächsten Tagen wohl ändern, aber im Grunde geht das alles wunderbar los. 5 Spiele ungeschlagen. Einer der Faktoren, warum diese 5 Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, steht neben mir. Das ist Marcel Hoffmeier. Marcel, du hast den Abstieg miterlebt, meistens von der Bank oder von der Tribüne. Du hast letzte Saison 95 Minuten gespielt. Wie ist dein Start in die Regionalliga gewesen? Bin natürlich überglücklich, dass ich jetzt jedes Spiel gemacht habe, auch über volle Spielzeit. Hätte ich am Anfang nie mitgerechnet, auch nicht als Innenverteidiger. Aber doch, ich fühle mich jetzt wohl hier in Münster. Bin, glaube ich, jetzt auch nach dem einen Entwicklungsjahr, kann man sagen, dass ich angekommen bin. Und fühle mich jetzt mehr als wohl hier in Münster. Die Unterschiede zwischen den beiden Ligen sind von außen ganz gewaltig. Wie ist es auf dem Platz? Wie sind da die Unterschiede? Auf dem Platz würde ich jetzt sagen, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt. Klar ist die dritte Liga ein bisschen, spielt mit langen Bällen viel. Das ist in der Regionalliga, würde ich sagen, ein bisschen anders. Man spielt noch ein bisschen mehr Fußball mit den ganzen U23-Mannschaften, mit den zweiten Mannschaften. Deswegen würde ich schon sagen, dass es spielerisch, Regionalliga würde ich sagen, ein Ticken besser ist als die dritte Liga, weil die dritte Liga ziemlich viel mit langen Bällen spielt. Und auf zweiten Bällen, obwohl das haben wir in Wuppertal jetzt auch gesehen, dass man da viel auf zweite Bälle spielt. Aber klar ist die Liga vom Körperlichen her auch noch mal ein bisschen robuster als die Regionalliga. Aber ich denke schon, dass wir in der Regionalliga alle zufrieden sind. Zusammen mit Simon Scherler, der ein komplett anderes Modell spielt, der steht für den kompromisslosen, robusten Problemlöser. Du bist mehr der über den technischen Weg kommt. Passt das eigentlich zusammen, zwei so komplett unterschiedliche Philosophien? Ja doch, auf jeden Fall. Das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Simon ist eher der körperlich robuste Typ, der die Kopfwelle geht. Da setze ich mich eher ein bisschen ab und laufe dann den Ball ab. Aber ich denke, da ergänzen wir uns ganz gut. Simon kommt ja auch über Spielerische ganz gut. Das macht er auch sehr, sehr gut. Deswegen passt es eigentlich ganz gut hinten. Simon ist der beste Torschütze der Preußen bis jetzt, weil der halt auch nach vorne geht und die Dinger wechselt. Wann sehen wir denn die ersten Hoffmeier-Tore? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe ziemlich schnell jetzt. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ein paar Töchter dabei sein werden für mich. 14. November. Weißt du, gegen wen ihr da spielt? Ja, das weiß ich. Gegen meinen Bruder spiele ich da, gegen meinen Zwillingsbruder. Das wollten wir früher niemals. Hat Papa damals auch gesagt, dass er uns niemals hier anders spielen sehen möchte. Aber tja, so ist es jetzt. Können wir leider nicht ändern. Aber ich denke, das ist auch eine schöne Herausforderung, mal gegen die Jungs zu spielen, meinen alten Verein. Der Kevin ist auch Stammspieler in Lippstadt, hat auch jede Minute gespielt. Habt ihr irgendwie eine Wette laufen? Irgendwas, was ihr gegeneinander außer dem Tabellenstand laufen habt? Auch so eine Wette haben wir jetzt eigentlich gar nicht laufen. Wir haben nur mit unserem Berater mal kurz abgesprochen, dass wir für ein Tor kriegen wir 2 Punkte und für eine Vorlage 1 Punkt. Also das ist eine Wette zusammen. Wenn wir da über 25 Punkte kommen, dann werden wir eingeladen ins Champions League-Spiel Dortmund gegen irgendeine Mannschaft, jetzt dieses Jahr im Champions League. Okay. Du könntest morgen ja mit so einem Tor sind 2 Punkte, eine Vorlage 3, schon mal so ein Dreier vorlegen in Köln. Das wird, glaube ich, allen Beteiligten helfen. Das wird allen Beteiligten, glaube ich, ganz gut helfen. Ja, genau. Marcel, ich drücke dir die Daumen.